Das ist Peus. Peus möchte in seiner absoluten Lieblingsstadt Hamburg eine Bar eröffnen. Dafür braucht er eine Gaststättenerlaubnis. Die Erlaubnis wird Peus am 26. April erteilt. Soweit so gut. Jedoch enthält die Erlaubnis eine Auflage. Peus muss in seiner Bar 4 Toiletten errichten. Das gefällt Peus gar nicht. Er fühlt sich in seiner Berufsfreiheit eingeschränkt und legt fristgerecht Widerspruch ein. Die Widerspruchsbehörde prüft sein Anliegen und wertet Toilettenstatistiken in Hamburg aus. Am 28. Mai wird der Widerspruch zurückgewiesen. Die ursprüngliche Erlaubnis wird geändert. Peus soll nun 8 Toiletten aufstellen, da 4 nicht reichen würden. Peus ist stinksauer. Darf die Behörde das überhaupt? Ich finde das total unfair. Worum handelt es sich bei dem zweiten Schreiben? Und was kann ich nur dagegen machen? Das nennt sich eine Reformatio in Peus. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Verböserung. Dabei handelt es sich um eine Abänderung eines angefochtenen Verwaltungsakts zum Nachteil des Anfechtenden im Widerspruchsverfahren. Okay, du Klugscheißer, aber was kann ich jetzt dagegen machen? Du kannst Klage erheben. Jedoch müssen wir prüfen, ob diese in deinem konkreten Fall auch zulässig und begründet ist. Wie gut, dass ich mein Jurastudium erst im zweiten Jahr abgebrochen habe und Grundkenntnisse im allgemeinen Verwaltungsrecht habe. Mal schauen, ob die Klage erfolgreich wäre. Die Klage des Peus hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist. Zum Glück hat Peus Grundkenntnisse und weiß, wie die Zulässigkeitsprüfung aufgebaut wird. Falls ihr noch nicht so weit seid wie Peus, solltet ihr euch die Struktur der Zulässigkeit nochmal anschauen. Der erste Prüfungspunkt ist die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Es gibt keine aufdringende Sonderzuweisung. Der Verwaltungsrechtsweg müsste also nach unserer Zauber-Generalklausel des § 40 Absatz 1 VWGO eröffnet sein. Die streitentscheidenden Normen des Gaststättengesetzes berechtigen ausschließlich einen Hoheitsträger. Es liegt also eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Erinnert euch zurück, Stichwort Sonderrechtslehre. Da Peus als Bürger beteiligt ist, ist es keine verfassungsrechtliche Streitigkeit. Eine abdrängende Sonderzuweisung liegt zudem nicht vor. Soweit so gut. Kommen wir also zur statthaften Klageart, die sich gemäß § 88 VWGO nach dem Begehren des Klägers richtet. Also, dass ich 4 Toiletten bauen muss, habe ich mittlerweile eingesehen. Aber nochmal 4 mehr finde ich einfach unmöglich. Kann ich denn die Verpflichtung zur Errichtung der 4 zusätzlichen Toiletten anfechten? Gute Frage. Als erstes möchte Peus natürlich nicht die Gaststättenerlaubnis als Hauptverwaltungsakt, sondern nur die blöde Toilettenauflage anfechten. Ob die isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen überhaupt möglich ist, ist umstritten. In der Klausur müsst ihr diesen Meinungsstreit darstellen. Schaut euch dazu das wundervolle Video »Isolierte Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen« von unserer anderen Gruppe an. Wir schließen uns der Rechtsprechung an. Diese sagt, dass eine isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen statthaft ist, wenn Auflage und Hauptverwaltungsakt sinnvoll trennbar sind. Das ist in unserem Fall möglich. Ob der Hauptverwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvollerweise und rechtmäßigerweise bestehen kann, ist eine Frage der Begründetheit und sollte dort thematisiert werden. Als zweites muss man sich fragen, ob es möglich ist, innerhalb der Nebenbestimmung nur gegen die Verschärfung der Auflagen, also die plus 4 Toiletten, vorzugehen, oder ob Peus die gesamte Auflage, also die Pflicht zur Errichtung von 8 Toiletten, anfechten muss. Schauen wir mal ins Gesetz. Nach § 79 Absatz 1 Nummer 2 VWGO kann der Widerspruchsbescheid tauglicher Gegenstand der Anfechtungsklage sein, wenn dieser erstmalig eine Beschwer enthält. Peus war hier aber schon durch den Ausgangsbescheid beschwert, weil er darin verpflichtet wurde, 4 Toiletten zu bauen. Es gibt allerdings noch Absatz 2. Danach kann auch nur der Widerspruchsbescheid Gegenstand der Anfechtungsklage sein, soweit er eine zusätzliche, selbstständige Beschwer enthält. Durch den Widerspruchsbescheid wird Peus verpflichtet, 4 weitere Toiletten aufzustellen. Dies ist eine zusätzliche und selbstständige Beschwer. Peus kann mit seiner Anfechtungsklage also nur gegen die im Widerspruchsbescheid erfolgte Verschärfung der Auflage vorgehen, also gegen die plus 4 Toiletten. Der nächste Prüfungspunkt ist die Klagebefugnis. Um nach § 42 Absatz 2 VWGO klagebefugt zu sein, muss die Möglichkeit bestehen, dass Peus durch den Widerspruchsbescheid in seinen Rechten verletzt ist. Natürlich bin ich in meinen Rechten verletzt. Artikel 12 Grundgesetz und notfalls eben Artikel 2. Die Verletzung seiner Rechte scheint möglich. Die Klagebefugnis ist also gegeben. Bei einer Anfechtungsklage muss normalerweise nach § 68.1 VWGO ein Vorverfahren erfolglos durchgeführt worden sein. Gegenstand von Peus' Anfechtungsklage ist der Widerspruchsbescheid. Dieser enthält eine zusätzliche Beschwer, also die 4 zusätzlichen Toiletten.
Hätte man jetzt nochmal Widerspruch einlegen müssen? In § 68 1 2 Nummer 2 VWGO steht, dass ein Vorverfahren entbehrlich ist, wenn der Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält. Gilt das nun auch für eine zusätzliche Beschwer? In § 79 Absatz 2 Satz 1 VWGO verwendet der Gesetzgeber diese Begriffe auch synonym. Ein erneuter Widerspruch würde das Verfahren nur unnötig verlängern, da sich die Widerspruchsbehörde bereits einmal mit der Sache beschäftigt hat. Außerdem läge es sonst, entgegen des Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, in der Hand der Behörde, durch stetige Verböserung gerichtlichen Rechtsschutz zu verhindern. Deshalb kann § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VWGO analog angewendet werden. In Hamburg ist es zum Glück mittlerweile in § 6 Absatz 2 Nummer 4 AGVWGO geregelt. Pausiert jetzt das Video und lest euch diese Norm durch. Kommen wir also zur Klagefrist, die nach § 74 Absatz 1 VWGO einen Monat beträgt. Hier ist der Widerspruchsbescheid am 28. Mai bekannt gegeben worden, sodass Peus ab diesem Zeitpunkt einen Monat hat. Entspannt, dann habe ich ja noch voll viel Zeit. Als nächstes müssen wir den Klagegegner anschauen. Gemäß § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO ist die Klage gegen die Freie Hansestadt Hamburg als Rechtsträger der handelnden Behörde zu richten. Als letztes prüfen wir die Beteiligten und Prozessfähigkeit. Diese ergeben sich aus den § 61 fortfolgende VWGO. Achtung, Korrekturen lieben Genauigkeit, deshalb die Paragraphen genau zitieren. Yes, das heißt, die Klage wäre schon mal zulässig. Wie sieht's denn mit der Begründetheit aus? Die Prüfung der Begründetheit beginnt immer mit dem Obersatz. Wisst ihr noch, wie dieser für die Anfechtungsklage lautet? Pausiert das Video und schreibt ihn euch auf. Easy peasy, lemon squeezy. So sollte euer Obersatz aussehen. Die Klage des Peus ist begründet, soweit der Widerspruchsbescheid rechtswidrig ist und Peus dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Außerdem muss die Gaststättenerlaubnis auch ohne die im Widerspruchsbescheid erfolgte Verschärfung der Auflage rechtmäßig und sinnvoll bestehen können. Den letzten Teil habt ihr wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Dieser Zusatz ergibt sich daraus, dass die herrschende Meinung die isolierte Aufhebung einer Nebenbestimmung nur dann für begründet hält, wenn der Hauptverwaltungsakt auch ohne die Nebenbestimmung rechtmäßig und sinnvoll bestehen kann. In der Begründetheit prüfen wir wie immer die Ermächtigungsgrundlage, die formelle Rechtmäßigkeit und die materielle Rechtmäßigkeit. Soweit hoffentlich nichts Neues. Zusätzlich muss man die Reformatio in Peus vorher rechtlich einordnen und begründen, ob diese verfahrensrechtlich zulässig ist. Wie funktioniert denn die rechtliche Einordnung? Gute Frage, Peus. Man muss die Reformatio in Peus gegebenenfalls von einem Selbsteintritt der Behörde abgrenzen. Verstehe ich nicht. Wo genau ist denn jetzt der Unterschied? Eine Reformatio in Peus ist die nachträgliche Belastung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens. Das heißt, die Verschlechterung bezieht sich auf den Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Ein Selbsteintritt der Behörde liegt dagegen vor, wenn der Widerspruchsbescheid einen neuen, selbstständigen Verwaltungsakt darstellt. Okay, aber woran soll ich das denn jetzt erkennen? Peus. Frag dich doch einfach, ob der Verfahrensgegenstand des Widerspruchsverfahrens betroffen ist. Bei dir ist Verfahrensgegenstand ja die Toilettenauflage. Handelt die Verböserung von dem gleichen Sachverhalt, ist es eine Reformatio in Peus. Ist es jedoch eine selbstständige Entscheidung, zum Beispiel du darfst in deiner Bar auch keinen Alkohol ausschenken, handelt es sich um einen Selbsteintritt der Behörde. Die nachträgliche Belastung mit den 4 Toiletten stellt also eine Reformatio in Peus dar. Aha, und die soll jetzt zulässig sein? Ich finde das Ganze ja unmöglich. Das sehen einige Leute, die mehr Ahnung von Jura haben, genauso wie du. Sie lehnen die verfahrensrechtliche Zulässigkeit der Reformatio in Peus ab. Sie befürchten, dass die Hemmschwelle für den Bürger, Widerspruch zu erheben, steigt, wenn dieser immer mit einer Verschlechterung rechnen muss. Das würde eine faktische Verkürzung der Rechtsschutzgarantie zur Folge haben. Als weiteres Argument wird angeführt, dass die Nichtregelung der Zulässigkeit in den § 68 fortfolgende VWGO zeigt, dass der Gesetzgeber diese nicht wollte. Die herrschende Meinung dreht dieses Argument um und behauptet, der Gesetzgeber hat die Zulässigkeit der Reformatio in Peus nicht geregelt und deshalb kann man auch gar nicht sagen, was er gewollt hat. Wir müssen also das wirkliche Interesse des Gesetzgebers ermitteln. Dieses besteht darin, den bestmöglichen Ausgleich zwischen dem Interesse an einer gesetzmäßigen und rechtmäßigen Entscheidung und dem Interesse des Bürgers an Rechtssicherheit herzustellen. Allerdings hat der Kläger das Vertrauen durch die Einlegung des Widerspruchs selbst geschwächt. Schaut man in die § 48 und 49 VWVFG, sieht man, dass die Aufhebung eines Verwaltungsakts nach Bestandskraft möglich ist.
Das muss dann erst recht auch vorher möglich sein. Zu beachten ist auch, dass das Widerspruchsverfahren der Selbstkontrolle der Verwaltung dient. Die Widerspruchsbehörde hat gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 VWGO eine umfassende Rechts- und Zweckmäßigkeitskontrolle durchzuführen. Eine rechtmäßige Entscheidung wird deswegen trotzdem gewährleistet. Insgesamt sprechen die besseren Argumente deshalb für die Zulässigkeit der Reformation Pius. Also, es handelt sich um eine Reformation Pius und die ist zudem auch verfahrensrechtlich zulässig. Soweit habe ich das erstmal verstanden. Und was ist jetzt die Ermächtigungsgrundlage? Hier liegt nun ein weiteres Problem in der Begründetheit. Die ursprüngliche Anordnung basierte auf den Paragraphen 2 und 3 des Gaststättengesetzes. Fraglich ist jedoch, aufgrund welcher Ermächtigungsgrundlage eine Reformation Pius vorgenommen werden kann. Eine Ansicht wendet das materiell einschlägige Fachrecht an. Hier also das Gaststättengesetz, auch für die Reformation Pius. Ferner sollen die allgemeinen Grundsätze des Vertrauensschutzes Anwendung finden, die im Verwaltungsrecht gelten. Die andere Ansicht, so auch die frühere Rechtsprechung, nimmt an, dass die Verschlechterung spezialgesetzlich vorgesehen sein müsse. Fehlt eine solche Regelung, müsste man die Grundsätze der Rücknahme oder des Widerrufs eines Verwaltungsakts als Rechtsgrundlage anwenden. Dieses sind die § 48 fortfolgende VWVFG. Für die Anwendung von den § 48 fortfolgende VWVFG spricht, dass die Rechtsfolge der Reformation Pius dem Widerruf durch die Ausgangsbehörde gleicht. Bei der Reformation Pius wird der Verwaltungsakt anlässlich des Widerspruchsverfahrens verschlechtert. Bei den Verfahren nach § 48 fortfolgende wird der Verwaltungsakt aufgehoben und es könnte ein neuer, schlechterer Verwaltungsakt erlassen werden. Für die Anwendung des besonderen Fachrechts hingegen spricht, dass die Reformation Pius inhaltlich mit dem geltenden Recht in Einklang stehen muss. Denn die Reformation Pius darf nicht dazu dienen, dass eine Regelung erlassen wird, die gar nicht hätte angeordnet werden dürfen. Klingt erstmal beides logisch. Darum folgen wir der vermittelnden Ansicht, die eine Doppelprüfung vornimmt. Hinsichtlich der Aufhebung der alten Regelung muss überprüft werden, ob die Voraussetzungen von § 48 oder 49 VWVFG erfüllt sind. Hinsichtlich der neuen, verschärften Regelung ist zu prüfen, ob sie dem einschlägigen besonderen Verwaltungsrecht, also dem Gaststättengesetz, entspricht. Die Ermächtigungsgrundlage ist also § 48 und 49 VWVFG sowie das Gaststättengesetz. Kommen wir also zu der formellen Rechtmäßigkeit. Hier stellt sich die Frage, ob die Reformation Pius durch die Widerspruchsbehörde ergehen kann. Moment mal, ich lebe doch in Hamburg und hier sind Ausgangs- und Widerspruchsbehörde identisch. 5 Punkte für Hufflepuff. Schön, dass du so mitdenkst. Du hast vollkommen recht. Hier spielt dieses Problem keine Rolle. Ansonsten macht der Sachverhalt keine Angaben zu Verfahrensfehlern. Insbesondere ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 71 VWGO analog eine Anhörung erfolgt ist. Wir erinnern uns an Auslegung von erstmalig und zusätzlich als Synonyme. Die Reformation Pius ist demnach formell rechtmäßig. Unser letzter Prüfungspunkt ist die materielle Rechtmäßigkeit. Hier müssen wir zuerst die Tatbestandsvoraussetzungen der § 48 und 49 VWVFG prüfen. Diese Vorschriften dienen dem Vertrauensschutz. Im Rahmen der Reformation Pius ist § 48 Absatz 1 VWVFG für die Verschärfung eines zuvor rechtswidrigen Verwaltungsaktes und § 49 Absatz 1 VWVFG für die Verschärfung eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes einschlägig. Prüft genau, ob der ursprüngliche Verwaltungsakt rechtmäßig war und subsumiert dann präzise unter § 48 oder § 49 VWVFG. Außerdem muss die Auflage in ihrer neuen Fassung, also mit der Errichtung von 4 zusätzlichen Toiletten, mit dem einschlägigen Fachrecht vereinbar sein. Die Rechtsgrundlage ist in unserem Fall § 5 Gaststättengesetz. Hier wird normiert, wann einem Gewerbetreibenden eine Auflage erteilt werden kann, nämlich zum Schutz der Gäste, der im Betrieb Beschäftigten, der Bewohner des Betriebs- oder Nachbargrundstücks und auch zum Schutz der Allgemeinheit gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigung. An dieser Stelle könnt ihr dann frei argumentieren, ob die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Nach eingehender Prüfung wird man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Aufstellung von Toiletten nicht unter die in § 5 Gaststättengesetz genannten Fallgruppen fällt. Wären die Voraussetzungen erfüllt, wäre nach Ermessensfehlern auf Rechtsfolgenseite zu fragen. Auch hier ergeben sich bei der Reformation Pius keine Besonderheiten. Pius ist durch die zusätzlichen 4 Toiletten also in seinen Rechten verletzt. Ferner müsste der ursprüngliche Verwaltungsakt auch ohne die Nebenbestimmung sinnvoll bestehen können.
Das wiederum richtet sich nach Vorschriften des Gaststättengesetzes, die dann zu prüfen sind. Unser Ergebnis lautet demnach, der Antrag des Peus ist zulässig und begründet. Peus hat glücklich seine Bar mit 4 Premium-Toiletten eröffnet und muss sich erst einmal Gedanken über die Getränkekarte statt über die Reformation Peus machen. Für euch als Jurastudenten kann das Thema allerdings in einer Klausur drankommen. Damit ihr bestens vorbereitet seid, noch einmal eine kleine Zusammenfassung. Reformatio und Peus bezeichnet die Abänderung eines angefochtenen Verwaltungsakts zum Nachteil des Anfechtenden im Widerspruchsverfahren. Unter dem Prüfungspunkt statthafte Klageart ergibt sich aus § 79 Absatz 2 VWGO analog, dass der Widerspruchsbescheid Gegenstand der Anfechtungsklage sein kann. Strittig ist in der Zulässigkeit außerdem, ob ein Vorverfahren für die Reformatio und Peus nötig ist. In Hamburg braucht man dieses allerdings nach § 6 Absatz 2 Nummer 4 Hamburger VWGO nicht. In der Begründetheit müsst ihr als erstes die Reformatio und Peus rechtlich einordnen und eventuell vom Selbsteintritt der Behörde abgrenzen. Dann fragt man sich, ob die Reformatio und Peus überhaupt verfahrensrechtlich zulässig ist. Dagegen sprechen die faktische Verkürzung der Rechtsschutzgarantie und der Vertrauensschutz für die Bürger. Dafür lässt sich anführen, dass § 48-49 VWVFG die Aufhebung eines Verwaltungsakts nach Bestandskraft zulassen. Dies muss dann erst recht auch vorher möglich sein, wenn der Bürger selbst den Vertrauensschutz durch das Widerspruchsverfahren gemindert hat. Die Behörde kann durch diese Selbstkontrolle ihrer Gesetzesbindung nach Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz nachkommen. Für die schwierigen Argumente spult nochmal zurück zur verfahrensrechtlichen Zulässigkeit. Als drittes fragt man sich, was die konkrete Rechtsgrundlage für die Reformatio in Peus ist. Eine Ansicht stellt auf das materielle Fachrecht ab. Die andere Ansicht verwendet die Paragraphen 48 und 49 VWVFG. Wir kombinieren diese beiden Rechtsgrundlagen und prüfen zunächst die Vertrauensschutztatbestände der 48-49 VWVFG und dann das einschlägige Fachrecht. Als letztes Sonderproblem stellt ihr euch bei der formellen Rechtmäßigkeit die Frage, ob die Reformatio und Peus durch die Widerspruchsbehörde ergehen kann. In Hamburg ist es kein Problem, da Widerspruchs- und Ausgangsbehörde dieselbe ist. Danach prüft ihr ganz normal die materielle Rechtmäßigkeit und dann habt ihr die gefürchtete Reformatio und Peus in die Flucht geschlagen. Wenn ihr dann 18 Punkte in der Klausur geschrieben habt, könnt ihr gerne auf einen Drink in meiner Bar vorbeikommen.